Am Rand von Gelsenkirchen-Buer wurde bis Ende des letzten Jahrhunderts bzw. Jahrtausends, genauer gesagt bis 1997, Steinkohle gefördert. Immerhin malochten hier ca. 5000 Kumpels. Die verbliebenen Schächte wurden verfüllt, nachdem die Pläne für ein Besucherbergwerk scheiterten. Einer Initiative von ehemaligen Bergleuten und Nicht-Bergleuten, Hugo, ist es zu verdanken, dass das Fördergerüst nicht abgebrochen wurde und noch einige andere Gebäude zu sehen sind. Eine schöne Zusammenstellung für einen Spaziergang bzw. Radausflug sind die ehemalige Zeche Hugo, die Siedlung Schüngelberg, die Halde Rungenberg, die ich ja schon in Folge 34 gezeigt habe.